Gramostola pulchra oder auch die Schöne. Sie kommt aus dem südlichen Brasilien. Und wie alt ist sie eigentlich, Herr Jäger? Das kann ich leider nicht sagen. Ich kann sagen, dass die Vogelspinne ein Weibchen ist, dass sie geschlechtsreif ist, ausgewachsen. Aber wie alt, das kann man leider anhand der Spinne jetzt so nicht sagen. Da müsste man sie großgezogen haben. Sie fühlt sich dann doch jetzt überraschend flauschig an, muss ich sagen. Die ganzen Beine sind behaart. Gibt es da einen Grund? Wozu sind die Haare? Man muss sich ja vorstellen, sie haben ein Außenskelett, ja, ein Chitinpanzer, und sie müssen trotzdem irgendwie ihre Umwelt wahrnehmen. Und darum sitzen diese Haare drauf, mit denen können sie riechen, hören, tasten und so weiter. Also das, was bei uns im Prinzip in Öffnungen hineingeht, das haben die außen auf ihrem Panzer sitzen. Um gleich eines klarzustellen: Spinnen haben Gift. Aber nur, um ihre Beute zu lähmen. Gefährlich für den Menschen sind Vogelspinnen nicht. Sie sind Hunger- und Überlebenskünstler. Häufig nehmen sie monatelang keine Nahrung zu sich. Doch wenn, dann fressen sie vor allem Insekten. Manchmal auch Mäuse und Eidechsen. Doch sogar manche Artgenosse kann sich seiner Spinnenhaut nicht immer sicher sein. Sie sind Einzelgänger. Es sind Räuber. Und bleiben auch Räuber, und das wissen wir ja auch zum Beispiel von der Schwarzen Witwe, die heißt ja nicht umsonst so, da sind die Männchen bei der Paarung, aber auch bei anderen Spinnenarten, immer besonders gefährdet. Die Schwarze Witwe, eine der giftigsten Spinnen der Welt. Die Witwen, also die Gattung Latrodectus, die haben ein Nervengift. Und dieses Nervengift bewirkt, dass es erstmal einen starken Überreiz gibt, aber dann durch eine Irreversibilität eine Lähmung. Und im schlimmsten Fall kann das zum Tod durch Atemlähmung führen, indem die Nerven dort nicht mehr funktionieren. Doch schwarze Witwen benutzen das Gift nur zur Verteidigung und sind nicht aggressiv. Theoretisch könnten auch sie auf der Hand Platz nehmen. Ihre größte Waffe? Das klebrige Netz, mit dem sie sogar kleine Eidechsen und Mäuse einwickeln können. Übrigens, auch Skorpione sind Spinnentiere und dürfen bei einer solchen Ausstellung nicht fehlen. So wie dieser Kaiserskorpion aus Afrika, der unter Schwarzlicht blau leuchtet. Genau wie Vogelspinnen können Skorpione lange hungern. Das liegt daran, dass sie einen ganz, ganz geringen Energiestoffwechsel haben. Man sagt, dass zum Beispiel ein Wüstenskorpion im Ruhezustand weniger verbraucht an Energie als eine gleichschwere Süßkartoffel. Das Gift dieses Skorpions ist für den Menschen nicht gefährlich. Doch es gibt Arten, die giftig und aggressiv sind. Je kleiner die Scheren, desto giftiger der Skorpion. Faszination Spinnen. Noch bis zum 3. Juni können Besucher aus nächster Nähe den exotischen Achtbeinern in ihre Augen schauen.